Hallo und herzlich willkommen zu Deponia. Mein Name ist Michel. Ja, und wir werden dieses Spiel spielen. Böser Sch. Was wär's? Was sollten wir sonst tun in einem Let's Play? Na gut, wir könnten vielleicht Spiel nicht spielen, sondern ganze 20 Folgen lang im Startbildschirm rumhängen. Und ich laber euch einfach voll, was wahrscheinlich langweilig werden könnte. Ja, was gibt's zu diesem Spiel zu sagen? Außer dass wir Einblicke in Oles neues Zuhause bekommen. Und ja, also mit Ole meine ich den Typen, der diese Star Wars Let's Plays macht auf unserem Kanal. Also der wohnt hier, habe ich gehört. Ja, natürlich wohnt er hier nicht. Er wohnt schon an einem anständigen Ort unter der Brücke. Ja, nee, nicht was. Also wir werden jetzt ein Point-and-Click-Adventure spielen namens Deponia, also offensichtlich. Und das wird hoffentlich eine Menge Spaß machen. Ich habe den ersten Teil schon gespielt. Also das ist der erste Teil von 4. Und ich habe den ersten Teil schon gespielt, sowie den zweiten. Den werden wir hier nach. Also den werdet ihr hier nach auch zu sehen bekommen auf unserem Kanal. Und Teil 3 habe ich zu dem Zeitpunkt, also jetzt, noch nicht gespielt. Und Teil 4 auch noch nicht. Na gut, wenn ich Teil 3 nicht gespielt habe, wird es auch wenig Sinn machen, dass ich Teil 4 schon gespielt habe. Aber, na gut, egal. Ja, aber die 4 Teile kommen auf jeden Fall noch auf unserem Kanal. Also darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. So, ich rechne hier bei dem Spiel so bis maximal 40 Folgen. Wenn ich mich ganz dumm anstelle, dann 40 Folgen. Ja. Sonst glaube ich so um die 30 oder 20. Weiß gar nicht, wie lang das Spiel war. Auf jeden Fall, ich glaube, es hatte schon eine ordentliche Länge gehabt, also 10 Stunden mindestens. Ich hoffe, das ist jetzt nicht beleidigend, aber also beleidigend für die Entwickler nur 10 Stunden. Natürlich wird sich dieses Spiel nicht mit einem Witcher 3 messen, was messen können, was über 100 Stunden hat, aber ja, ich glaube 15 Stunden maximal. So, aber egal. Wie wollen wir denn dieses Spiel spielen? Wir wollen entweder die Baumethode mit schön Scrollrad benutzen oder nehmen wir die Oldschool-Methode. Ich nehme Bau. So. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Eigentlich schon, ja, ne? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und verdammt. Dachten wir? Wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Ich eigentlich auch nicht. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Richtig. Ach, komm schon. Du kleiner Knips, hast gar nichts zu sagen. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Das werde ich ganz und gar nicht. Das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Linksklick auf dich mal. Vielleicht kommt's noch. Nee. Ich werde was anderes tun. Nee, ich kann auch nicht aus dem Bildschirm raus. Ich will das hier nehmen. Ich bin hier oben. Das weiß ich doch. Wolltest du mich nicht ansprechen? Nein. Einfach auf mich zeigen und klicken. Gibst du dann endlich Ruhe? Eigentlich wollte ich dir den nächsten Tipp geben. Wie aufregend. Hat meine Frage nicht beantwortet. Gibst du Ruhe? Nein, weil du mir ja den nächsten Tipp geben willst. Also hältst du nicht die Klappe. Na. Hier oben, Rufus. Hier oben. Ja doch. Ich weigere mich, dich anzuklicken. Hier oben, Rufus! Hier oben! Ja doch! Weißt du, was ich gleich mache? Ich hole dich da runter und stecke dich in die Schrottpresse. Ich glaube, was machen wir jetzt? Computer, so. Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, echt? Dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal, Na gut, wie man jemanden anspricht, glaubt, das wissen wir jetzt. Wie man ein Objekt ansieht, wie das ist doch richtig. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Da unten? Ich werde nun mit dem
Zungensymbol? Wo ist der Cursor? Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Ach, da ist der Cursor. Gut, der verschwindet, wenn ich in der Rede. Okay, gut. Ich war gerade ein bisschen verängstigt, dass meine Maus gerade auf einem anderen Bildschirm war. Aber egal. Ich soll jetzt auf diese Dinge klicken. Gut, das wollte ich die ganze Zeit schon machen, aber Wenzel lässt mich ja nicht. Wenn ich das Augensymbol sehe, ach hier. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, natürlich, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Auf jeden du Fall. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst... Natürlich muss das einfacher gehen. Wo ist der Affe, der mir das Ding bringt? Ich meine, das sind die Klemmzweige. Affen können sowas. So. Na, anscheinend ist kein Affe in der Nähe. Oder, ach doch, Wenzel, du bist ja da. Los, Wenzel, lieber auf. Nein, gut. Da muss ich meinen eigenen Körper dazu eine bemühen, dieses Klemmzweige, die Klemmzweige sich nicht mitnehmen lässt. Wie schön, dass du mir zuhörst. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Ja, so höher weiß ich. Dann links, ach so, links, upsi. Du hebst sie auf. Ich dachte rechts. Na gut. Okay. Ich habe die Klemmzweige aufgehoben. Ja. Aber was mache ich jetzt damit? Wir haben die Klemmzweige aufgehoben und nicht unser Affe. Da, wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Ich soll Inventar öffnen. Hey, da ist es ja. Genau. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Schön aufgeräumt. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch, zwei noch, Klemmzwecken. Wie das geht, oder? Das waren doch Klemmzwecken, oder? Das ist das Yang, das ist das Yin. Yin, Yang. So, so. Kombinieren. Ich genie. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Was? Das Ding hier? Einmal zusammensetzen. Ist ja wohl... Nicht schwer, so kann ich das Ding jetzt benutzen. So. Und jetzt unauffällige Aussparung. Ich glaube, da muss das Ding nicht rein, auch wenn es rund ist. Das ist die einzige runde Lücke oder Knopf. Unauffällige Aussparung. Wenzel. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Okay, gut. Ich glaube, ich muss das Ding da reinpacken. Oder hier? Nein. In den Knopf ich rein. Ich glaube, das kommt woanders hin, Rufus. Ich wollte nur testen, ob du noch aufpasst. Ja, wir wollten nur testen, ob unser Affe nicht eingeschlafen ist. Ha, es passt. Was ein Zufall. Als nächstes musst du? Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Ja, ist weiter deine Banane, Wenzel. So, jetzt Knopf drücken. Jetzt diesen Knopf drücken. Rufus? Einen Tipp hätte ich dann noch. Ich hab dir doch gesagt, ja, ich bin dass auch der Meinung gewesen, irgendwas stimmt Hilfe nicht. Soll das Ding nicht irgendwie ich quetschen muss jetzt nur oder so? Knopf hier drücken. Ich glaube, wir stehen da nicht gerade sehr günstig. Ich hab's gewusst. Ach, ich liebe Tutorials. Ich auch. Sind immer so lehrreich. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. So, das Tutorial. Gut überstanden und jetzt geht's weiter mit Honia. Und die Musik ist gerade etwas laut auf meinen Ohren. Ich weiß nicht, wie es danach im Video ist, aber ich höre fast gar nichts. Also ich höre mich selber nicht mehr. Mann, das ist ja unser Held wieder. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ah. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. Was für eine schöne Welt. So, überall reicht. Müll. Ich muss hier endlich weg. Erinnert gut, mich. Dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. So, lass mich ausruhen. Nur noch die letzten nein, Sachen lass mich ausruhen. Und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann,
Es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. So, was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht mehr. Verdammt. Na egal. So, der Rufus mich die ganze Zeit unterbricht. Na gut. Wir haben jetzt hier einen schönen Koffer und einen Koffer und Schweißgeräte sowie eine Öldose und eine Truhe. Gut. Ich frage mich, warum so ein Wassertropfen auf dieser Truhe drauf ist, aber egal. Gut, in den Koffer. Ah, da ist ja meine Liste. Ach, da ist die Liste, gut. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, ja, Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Gut, der Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Na, zum Kabel durchtrennen. Weißt du, dort wo Müll ist, sind auch Kabel. So, ich frage mich, warum du die Socken brauchst. Ein paar reicht doch. Oder meinst du nicht? Da ist unsere Zahnbürste, dann nehmen wir die mal mit. Okay, die springende Zahnbürsten sind ungewöhnlich. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich ja. Sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Glaubst du, es waren Mikroorganismen, die diese Zahnbürste bewegt haben? Ich glaube ja nicht. Ich glaube, irgendwer hat die verzaubert. Wieder eine Memo von Toni. Mal ich glaube, es war diese Toni. Mach endlich das Bad sauber. Das könnte ihr so passen. Obwohl, ist es wirklich eine Sie? Weiß es nicht mehr. Was eine Sie oder ein Er? Bei Toni ist ja ein Name, der sowohl für weiblich und männlich Gültigkeit hat. So. Schöne Toilette, ein schönes Plumpsklo. Ja. Hier ist auch nichts weiter Spannendes, außer Plumpsklo. Was gucken, hier ein Spind drin. Ah, unser Seitenschneider, der war ja wichtig. Und Waschmittel. So, Spindtour, der Spind ist jetzt unwichtig geworden. So, wir haben den Seitenschneider, wir können los. Der Rest ist unwichtig. Zähne putzen brauchen wir nicht. Fallen uns eh schon beinahe alle raus. So, hinter Tonis Hütte. Tonis Zimmertür. Da wollen wir mal rein. Wollen wir wissen, wer dieser Toni ist. Oder diese Toni. Oder er ist ja außer. Ja, verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Eine Frage. Da habe ich überhaupt was, weil irgendwie Toni sagt, mach Dinge sauber, die befehlt. Dieser Toni, der befehlt uns eine Menge und lässt uns auch nicht an die Apotheke ran. Was ist, wenn ich mich hier verletze? Soll ich nicht verbluten? So, und warum bin ich nochmal nach oben gegangen? Ich will die Öldose haben. Die Öldose ist wichtig. Das Schweißgerät ist auch wichtig. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Interessant. Mein Vater hat dich also verlassen, das ist schade. Und upsi, ich bin gerade aus dem Spiel rausgegangen. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Was ein Wortwitz. So, alte Fluchtpläne. Anscheinend ist es nicht das erste Mal, dass ich hier weg will. Okay. Rufus, verheimlichst du mir etwas? Versuchst du schon über längere Jahre hier wegzukommen? Spüle. Kommt, boah, widerlich. Kommt ja richtig sauberes Wasser aus. Zikiki-Memo, nochmal von Toni. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Ja. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Das ist doch normal? Ich verstehe die Frage nicht. Das ist doch normal in dieser Welt. Ich meine, wenn überall draußen Müll rumhängt, warum auch nicht drinne? Ah, endlich eine gelbe Socke. So, Mantel nehmen wir auch noch mit. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Ist die auch gelb? Nein, die ist blau. Verdammt. Natürlich können wir keine verschiedenfarbige Socken mitnehmen. Ist ja natürlich, wenn wir schon Socken mitnehmen, müssen die auch schon gleich Paris sein. Mistige Memo. Wieder von Tony ist wahrscheinlich. Endlich den Abwasch. Und denkt sie hin. Sich nicht von alleine. Doch. Ich lasse es mal drauf ankommen. Wenn sich Zahnbürst von alleine bewegen können, kann sich der Abwasch auch von selbst waschen. Also. Mal ganz im Ernst, in dieser Welt ist alles möglich. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber lecker. Ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Warum nicht? So, Ofen. So, könnt ihr irgendwas reinpacken? Was?
Ein Handschweißgerät, ja. Hey. So. Und? Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Okay, kein Handschweißgerät. Was brennt denn so schön? Ah, genau, die Zettel. Die brennen noch so schön. Die Zettel verbrennen? Keine schlechte Idee. Aber ich brauche noch ein bisschen mehr Material, damit sich das Feuer auch lohnt. Ah. Also ich bin schon mal auf dem richtigen Dampfer, okay. Wie kann man da... Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Das ist natürlich schlecht. Gut. Aber ich wollte ja vorhin eigentlich nochmal in Tonys Zimmer rein, also... Einer. Oh, eine Sense. Was ist das? Eine Sense. Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Frage ich mich auch. Und warum diese Frau immer noch nicht im Gefängnis ist. Mit solchen Hobbys, also Sammeln von mittelalterlichen Waffen und Hinrichtungswerkzeugen, also ist schon ein bisschen strange. Ich würde mir zweimal überlegen, ob ich da noch wohnen bleibe. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Ja, mal ganz im Ernst, was bildet sich ein? Wir haben Besseres zu tun, nämlich wir wollen ja wegziehen. Da sind scheinbar also noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Nein, ich wollte doch nicht. Ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Ich wollte doch eigentlich die nervige Memo haben. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Eine Frage, wie isst du, Rufus? Ist doch gut. Also du willst die Wasabi-Nüsse nicht ohne einen Behälter aus den Ritzen holen. Aber so wie ich mir das jetzt vorstelle, isst du aber auf dem Sofa ohne Behälter. Weil sonst können die, glaube ich, nicht in den Ritzen liegen. Weil wenn ich auf dem Sofa esse und ich einen Behälter habe, dann fällt mir da meistens nichts runter. Also ich glaube, du machst irgendwas falsch, Rufus. So. Ich hab jetzt einen Haufen Zettel, also ich muss genau jetzt brennreichen. Und rein damit! Ja. So, und jetzt unseren Handschweißgerät. So, das Handschweißgerät. Und boom. So. Jetzt haben wir auch eine nützliche Verwendung für diese Zettel gefunden. So, jetzt kommt ein Topf oben drauf, so wie es sich gehört. So, ich muss jetzt gestehen, ich weiß im Teil des Rätsels, weiß ich noch, also ich habe schon ein bisschen Ahnung. So, ich nehme Das sieht dann immer so aus. Oh, ich weiß, was wir benutzen. Ein damit. Meine Waschmittel kommen immer in Töpfe und jetzt kommt die Altöldose rein. Ich finde bestimmt einen besseren Platz, um das Altöl zu entsorgen. Die Trinkwasserversorgung zum Beispiel. Ja gut, da kann das auch rein. Ja. Hat da recht. Kann ich da jetzt Socke rein? Ja. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Ja, ich bin auch kein Experte, kann dir das nicht sagen. Jetzt noch eine Socke rein. Jetzt die Gabel nehmen. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Hat er aber recht. Verdammt, das ist ja heiß. Ach. So. Jetzt habe ich eine grüne Socke, okay. Jetzt brauche ich noch Socken. Aber ohne Behälter. Ja, ich weiß schon. So. Gut. Ich glaube, um weiterzukommen, müssen wir... Gehen wir mal hinter Tonis Hütte. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Das ist schade. Gut. Dann noch nicht hinter Tonis Hütte. Dann geht's hier lang. Vor Tonis Hütte. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay, da auch noch nicht. Dann wollen wir mal weiter versuchen. Wollen wir uns mal... Put, komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Anscheinend. Wenn es nicht funktioniert, dann braucht man immer einen besseren Plan. Ja, da recht. So, und so robust. Gut. Ist denn hier noch irgendetwas, was ich mitnehmen kann und gebrauchen könnte? Kissen. Ah, eines. Da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Okay, anscheinend sind
ein paar Socken für dich nicht genug. Aber egal. Mal gucken, ich habe Socken. Ich habe den Seitenschneider. Ich habe immer noch ein Handschweißgerät und ich habe noch Alpen. Ich glaube, ich weiß, wo ich das Altöl reinpacken kann. Altöl geht da. Und weg damit! Boah, was für eine Plörre! Was erwartest du in einem... in einer Welt voller Dreck? Sauberes Wasser? Jetzt wollen wir unser Essen holen. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Waffen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Ja. Alte Wasabi-Nüsse aus der Kauf sind immer lecker. Ich kam bis jetzt noch nicht ins Vergnügen, das auszuprobieren, aber ich habe schon so einiges gehört. So. Ich komme jetzt an dich. Ich glaube, ich nehme meinen Sandsteller. Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Okay, gut. Ein Schweißgerät, ich denke. Nein, die Ecke war mittel... Okay, kann ich irgendwas mit dem Ball hier anstellen? Nein. Nee, Toilettentür, da war ja auch nichts mehr. Gut, da muss ich doch hier unten irgendwie lang. Seitenschneider. Keine Chance. Ich komme damit zwar. So. Du. Damit kriege ich die. Nein, auch gut. Gut. Dann. Mal sehen. Kriege ich denn hier noch irgendwelche Sachen her? Mal gucken. Weiß gar nicht, welcher Knopf war das. Das war nicht der richtige Knopf. Hier. Leerzeichen. Leertaste war das. Der Mandel? Nee. So. Gucken wir uns mal die Spüle an. Boah, was. Okay, gut. Auch nichts. Ofen mal zumachen. Ja. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Ach, sag bloß. Erdplatte ist heiß. Hätte ja nicht gedacht. Aber, okay. Außerapotheke funktioniert nicht, also gehen wir nochmal zur Toilette. Achso, da ist ein Pömpel, den habe ich ja vergessen, stimmt. Den Pömpel. Damit pömpeln wir jetzt diese Wand da auf. Dafür sind Pömpel gedacht. Tada, und jetzt ins Mauseloch greifen. Aber jetzt. Da stecke ich meine Hand gar. Wird dann machen was anderes. Mausefalle. Da in die dunkle Ecke mit. Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Na, verdammt. So, probieren. Damit kommen die jetzt hier. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Jupp. So. Put, put, put. Komm zu Papa. Papa. Hab sie. Endlich. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Jupp, okay. Okay, ich hinterfrag das einfach mal nicht. Ich frag eigentlich, ich will jetzt eigentlich gar nicht wissen, wie deine Zähne aus. Groß, aber. Ja. Hab ich doch alles, ne? Kann ich mir das da anschauen? Achso, ich muss alles noch in den Koffer packen, natürlich. Entschuldigung. Ist ja klar. Das Handschweißgerät brauche ich nicht. Ich brauche den Seitenschneider. Ein Seitenschneider, warum auch immer. Check. Der ist wichtig, falls man irgendwelche Kabel schneiden muss. Proviant? Check. Der ist auch wichtig. Socken? Check. Gegen Fußkäse. So, Zahnbürste. Zahnbürste? Check. Hm, ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Das ist wahrscheinlich den Seitenschneider. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Ich wette, der ist irgendwo wichtig gewesen. Jetzt passt es. Dann kann's ja losgehen. Na, jetzt kann's losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Herufus, spare dir die Kraft.
für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel? Wenzel, du schon wieder. Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Ja, so, endlich. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Weil, muss er sagen. Was wollte ich sagen? Ich glaube, ich hab schon wieder vergessen. Na egal. Irgendwas mit Wenzel und Affen. Weil Wenzel ist ja mein Äffchen. Kleines Banane-Äffchen. Wir haben auch so, Koffer. Und so, der Koffer, den. Na gut, gehen wir weg damit. Öffnen wir mal die Kapsel. Staufer. So. Batterie, die brauchen wir so. Nicht. Und nun? Ich wollte den Koffer schon mitnehmen. Ja, da kommt er jetzt auch rein in den Staufer. Na, geht doch. Ja. Kein Problem. Mist. Ist festgeschraubt, so. Gut, wir haben eine ordentliche Zeit erreicht. Ich würde sagen, wir machen das mal Schluss für heute. Wir haben eine Menge erreicht. Ich meine, wir haben einen Koffer gepackt. Ja gut, das ist eine Menge. Für mich zumindest. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns bei Folge 2 auch noch. Und ich hoffe, das hat euch viel Spaß gemacht, hier ein bisschen zuzuschauen. Ja. Ja, das war's. Tschüss.